Was im Dreiteufelsnamen war das denn bitte? Naja, vielleicht war das einfach nur ein seltsamer Bug. Das kommt bestimmt nie wieder vor. Nee. Einfach weiterspielen. Okay, Blizzard. Wir müssen mal kurz über Overwatch sprechen. Denn bei allem, was diesen Shooter so unfassbar gut macht, gibt es leider ein paar wenige Kritikpunkte, die man unbedingt so schnell wie möglich beheben sollte. Darf ich vorstellen? Der größte Bullshit in Overwatch. Yay! Dabei geht kein Held so sehr auf die Nerven wie ein gegnerischer Roadhog, der mit seinem Enterhaken willkürlich alles und jeden treffen kann, selbst wenn dies physikalisch unmöglich sein sollte. Der Gegner steht hinter einer Ecke? Kein Problem. Der Haken wird komplett neben das Ziel gefeuert? Ach, das macht überhaupt nichts, denn wozu gibt es denn auch dieses dezente Auto-Aim? Ihr wollt eigentlich einen Gegner treffen, aber es steht ein Dritter direkt im Weg? Was soll's, dann schießen wir einfach durch ihn hindurch. So oder so ähnlich muss es sich wohl anfühlen, wenn man mit Roadhog unterwegs ist. Doch woran liegt es eigentlich? Wie ihr vielleicht schon wisst, gibt es im Spiel verschiedene Arten, wie eine Waffe einen Treffer registriert. Da wären zum einen Hitscan-Waffen, wie zum Beispiel die von Widowmaker, Reaper oder McCree. Kurioserweise ist auch das Gewehr von Soldier 76 eine Hitscan-Waffe, was wohl keinen logischen Grund hat, außer dass es hier eben nicht zu einer solchen Bullshit-Situation kommt. Bei einer Hitscan-Waffe wird vom Programm errechnet, wann zu einem bestimmten Zeitpunkt, sagen wir mal, wenn wir die Waffe abfeuern, eine Überschneidung zwischen dem Spielobjekt, sprich unserem Ziel, und einem bestimmten Punkt, also unserem Fadenkreuz, vorhanden ist. Ist diese vorhanden, wird also ein Treffer registriert, wenn nicht, wurde der Schuss als daneben verbucht. Der Vorteil hiervon ist, dass es keiner komplexeren Berechnung bezüglich Kugelgeschwindigkeit oder Bullet Drop bedarf und es also auch bei größerer Latenz kaum zu ungewollten Problemen kommt. Die zweite Variante wäre eine projektilbasierte Hit Registration, bei der genau Folgendes passiert. Es wird ein berechnetes Projektil in der Spielwelt abgefeuert und dieses bewegt sich dann mit einer festgelegten Kugelgeschwindigkeit voran. Unter Umständen fällt die Kugel immer weiter runter, was man als Bullet Drop bezeichnet und physikalisch korrekt die Erdanziehung widerspiegeln soll. Das Problem hierbei ist, dass es zu einigen komplexeren Berechnungen kommt, da nicht nur die einzelne Kugel, sondern auch die Ziele konstant neu errechnet werden müssen, um ein Aufeinandertreffen, also sprich einen Treffer, zu registrieren. Wenn nun aber ein Spieler laggt, kann es zu etlichen Problemen bei diesen Berechnungen kommen. Derartige Probleme sind wohl dem ein oder anderen aus anderen Shootern wie Battlefield bekannt, bei dem man ja auch ab und zu hinter einer Ecke erschossen werden konnte. Roadhogs Enterhaken jedoch ist in keine der beiden Kategorien einzuordnen. Es ist nämlich kein Hitscan, weil er sein Ziel eben nicht trifft, wenn man beim Abfeuern auf dem Ziel anvisiert war und dieses sich dann wegbewegt. Es ist aber auch keine projektilbasierte Hit Registration, da bei einer solchen die Projektile nicht durch Flächen wie Wände hindurchschießen können. Roadhogs Waffe kann jedoch unter Umständen durch Wände hindurchfliegen. Und außerdem würde ja sonst ein Treffer registriert werden, wenn der Haken das Ziel berührt, was ebenfalls nicht der Fall ist. Was zur Hölle ist er also dann? Findige User haben nach ausgiebigen Tests herausgefunden, dass es sich um eine verzögerte Hitscan-Waffe handelt, bei der nicht der Zeitpunkt des Abfeuerns relevant für einen Treffer ist, sondern ein kurzer Moment danach. Wer also neben sein Ziel schaut, dann den Haken abfeuert und anschließend im richtigen Moment auf den Gegner anvisiert, wird diesen damit treffen. Wohin der Haken im Spiel genau zufliegt, ist dabei völlig irrelevant, da es nur eine reine Animation, aber keine Projektilberechnung darstellt. Erschwerend kommt jetzt noch hinzu, dass die Hitboxen zum einen viel größer sind als die optische Repräsentation des Helden im Spiel. Und diese unterscheiden sich darüber hinaus auch noch von Held zu Held, was ja wiederum nur konsequent und eigentlich auch nur logisch ist. Aber das erklärt zumindest teilweise, warum es zu so manchen kuriosen Treffer im Spiel kommt und man durch Wände oder um Ecken noch herangezogen werden kann. Wenn jetzt noch ein höherer bzw. unterschiedlicher Ping bei den Spielern hinzukommt, dann ist das Chaos natürlich perfekt. Man muss hier fairerweise natürlich auch sagen, dass Blizzard das Problem seit längerem bekannt ist und sie schon einige Versuche unternommen haben, das irgendwie in den Griff zu bekommen, so wie zum Beispiel durch kleinere Hitboxen. Aber so wirklich lösen konnten sie das Problem bis dato eben noch nicht. So kam es schon bei manchem Spieler vor, dass er Roadhog mit einer Blendgranate getroffen hat und dessen Entehaken-Animation abgebrochen wurde, jedoch der Cooldown für den Entehaken nicht ausgelöst wurde. So konnte er diesen also sofort wieder nutzen. Ein anderes Mal hat er ihn mit der Flashbang getroffen und wurde trotzdem herangezogen. Eine derartige Situation haben wohl die meisten von uns schon des Öfteren erlebt und ehrlich gesagt gibt es nichts im Spiel, was mich so dermaßen nervt wie der verbuggte Roadhog-Haken. Zweitens, Genji Deflect Hitbox. Ein ähnliches Problem gab es beim japanischen Cyborg-Ninja Genji und auch hier waren zu groß geratene Hitboxen die Wurzel allen Übels. Zur Veranschaulichung lasse ich mal einen kurzen Clip vom YouTuber Unit Lost im Hintergrund laufen, der dies bereits vor einiger Zeit angesprochen hat. Hier sieht man schon ziemlich krass, wie extrem übertrieben die Hitbox von Genjis Deflect-Fähigkeit eigentlich ist. Ich spreche das deswegen aber hier nochmal an, weil es einfach noch nicht gefixt wurde.
Und es wäre in der Tat ein Fix und nicht, wie so mancher Genji-Spieler vielleicht behauptet, ein Nerf. Denn es geht ja im Grunde darum, dass man visuell auf dem Bildschirm das sieht, was auch im Spiel letzten Endes abläuft. Also sollte Blizzard entweder die Hitbox entsprechend der Animation verkleinern, oder aber man vergrößert den Radius der Animation, sodass man sofort erkennen kann, bis wohin diese Hitbox auch wirklich reicht. Das ist zwar nicht ein so extrem nerviger Bullshit wie der Enterhaken, weil man ja meistens einfach nur aufhören muss, auf Genji zu schießen, wenn er seinen Deflect aktiviert. Aber dennoch sollte so etwas nicht im Spiel sein und gehört gefixt. Bei seinem Bruder Hanzo hat man ja auch dessen extrem große Hitboxen reduziert und das hat ja auch keinen wirklich gestört. Ich persönlich glaube, dass ein Hauptproblem ist, dass man Overwatch für den PC und die Konsolenversion gleichzeitig balanciert und patcht. Machen solche großen Hitboxen bei der ungenaueren Bedienung mit dem Controller Sinn und sind sogar nötig, damit man den Helden zugänglich für Spieler gestaltet, verkommen auf dem PC mit präziser und viel schnellerer Maus- und Tastatursteuerung diese zu unfairen Vorteilen. Aus dem Grund ist ein Torbjörn auf Konsolen für viele Spieler OP, während kaum einer mit Widowmaker zurechtkommt. Und auf dem PC ist das ja im Grunde genau umgedreht. Warum also nicht einfach für die unterschiedlichen Plattformen unterschiedliche Balancing-Vorgaben machen und damit so manchen Blödsinn aus dem Spiel entfernen? Dadurch würde das Spiel nämlich deutlich angenehmer und polierter werden und so viel mehr Aufwand sollte es eigentlich auch nicht darstellen. Drittens, Diva Defense Matrix Spam. Und was macht einen Shooter im Grunde eigentlich aus? Ganz richtig, man schießt so oft wie es geht auf Ziele und versucht möglichst viele zu treffen. Was also hat dann bitte dieser bescheuerte Defense-Matrix-Spam von D.Va in einem Shooter verloren? Ein Shooter, bei dem man alle Schüsse ablocken kann und die ganze Runde trollt? Ja, das haben Spieler natürlich bisher vermisst. Ich habe nichts gegen die Fähigkeit an sich, aber vor dem Patch war diese deutlich besser konzipiert worden mit einem echten Cooldown. Lieber hätten sie die Dauer des Cooldowns noch erhöhen sollen, sodass man sich auch vielleicht mal den ein oder anderen Gedanken als D.Va-Spieler hätte machen müssen, wann man die Fähigkeit einsetzt. Denn was kommt als nächstes? Reapers Shadow Step, den er jederzeit einsetzen und auch wieder unterbrechen kann? Das wäre nicht nur total bescheuert, sondern würde auch das Spiel ruinieren, sagt ihr? Ja, da habt ihr vollkommen recht. Aber exakt das gleiche ist es doch mit D.Va's Defense Matrix. Hätte man nicht einfach nur ihre Gesundheit verbessern können, damit sie so als Tank mehr Schaden aushalten würde? Viertens, Duplikate-Wahnsinn in Lootboxen. Beim nächsten Punkt haben wohl auch schon die meisten eine ähnliche Erfahrung machen können, aber dennoch habe ich mich schon von Beginn an mit den Lootboxen im Spiel rumärgern müssen. Eigentlich ist der ganze kosmetische Kram ohnehin kaum von Bedeutung für mich, außer den recht genialen Skins natürlich. Aber wenn man so wie ich, ungelogen von der zweiten Lootbox, die ich überhaupt im Spiel jemals erhalten habe, ununterbrochen reihenweise die Duplikate sammle, dann ist doch auch irgendwas nicht ganz richtig, oder? Das ist ja rein rechnerisch schon ziemlich unwahrscheinlich, dass ich trotz etlicher möglicher Items immer wieder die bereits gezogenen erhalte. Ja gut, man erhält dann immerhin ein wenig Ingame-Credits, aber so richtig ausgeglichen wird dieser Bullshit dann dadurch aber auch nicht. Da bleibt mir nur noch die Hoffnung, dass ich wenigstens im Halloween-Event die speziellen Skins ziehe und eventuell mal ein wenig Glück dabei habe. Fünftens, das ist nur Quickplay und kein Competitive. Für die letzten beiden Aspekte kann Blizzard im Grunde überhaupt nichts, aber umso mehr gehen sie mir dennoch immer wieder auf die Nerven. Den Spruch, das ist doch nur Quickplay und kein Competitive, höre ich dabei wohl so häufig wie keinen anderen. Dabei wird der eingesetzt, wie es halt gerade nur so passt. Weist zum Beispiel mal ein Spieler darauf hin, dass es unter Umständen gar nicht mal so ganz beschissen wäre, wenn das Team wenigstens einen Heiler hätte anstatt drei Widowmakers, bekommt man den Spruch eigentlich standardmäßig immer zu hören. Will man vielleicht sogar mal einen koordinierten Angriff im Team ansetzen, kriegst du eigentlich auch nur das zu hören. Alle spielen nur so zum Fleiß schlecht und haben eigentlich überhaupt keine Lust, eine anständige Runde zu zocken. Hey, das ist halt Quickplay. Aber was zur Hölle hat das denn bitte eigentlich nur im Entferntesten damit zu tun? Ist nun Overwatch ein Teamshooter oder nur ein weiterer Call of Duty-Abklatsch? Macht Overwatch mehr Spaß, wenn jeder sein eigenes Ding durchzieht oder wenn man sich ein wenig abstimmt? Und nicht jeder hat halt andauernd Bock, Competitive zu spielen, nur um ansatzweise mal eine Runde so zu spielen, wie es die Entwickler im Spiel nun mal konzipiert hatten. Sechstens, keine Teamkommunikation im Competitive-Mode. Und da sind wir auch schon beim letzten Blödsinn für heute, nämlich die fehlende Kommunikation im eben genannten Competitive-Modus. Die Ausrede, dass es sich hier um Quickplay handelt, kann man hier ja wohl nicht mehr bringen. Also kriegt man dann genau was zu hören, wenn man zumindest versucht, eine ansatzweise abgestimmte Teamkomposition zu besprechen. Was bist denn du für ein Schwitzer? Oder aber man ist gleich salty oder ein wütender Depp, weil man sich mit dem Team absprechen möchte. Seid mir nicht böse, aber das verstehe ich beim besten Willen einfach nicht. Und ich rede hier jetzt nicht von Leuten, die sofort aggro rüberkommen und einem vorschreiben, welche Helden man zu spielen hat und welche nach ihrer ach so großen Erfahrung überhaupt nicht geeignet sind. So jemand hat im Grunde ohnehin keinen blassen Schimmer vom Spiel und sollte dann wirklich nicht weiter beachtet werden. Aber ich erlebe solche Situationen beinahe regelmäßig auch dann, wenn völlig normal angefragt wird, welche Helden man jetzt eigentlich nehmen wird. Oder Gott bewahre, man deutet auch nur im geringsten einen Kollegen auf etwas hin, was man vielleicht machen könnte, damit vielleicht beim nächsten Mal nicht das komplette Team ausradiert wird. Die Gegner spielen Winston und Reaper only zum Beispiel und keiner kommt auf die Idee, vielleicht einfach mal auf deren Konter zu wechseln? Sprich das mal an und du kannst dich eigentlich schon entspannt mit deinem Popcorn zurücklehnen und die kommenden Sprüche genießen. Denn natürlich ist jeder schon ein perfekter Spieler und muss sich nun wirklich nichts mehr sagen lassen, was einen noch irgendwie verbessern könnte. So weit kommt's ja noch. Get a life, Noob, and stop being salty. Und wenn du schon dabei bist, könntest du vielleicht noch kurz deine Hände über meinen Becher reiben. Ich habe mir nämlich gerade frisches Popcorn gemacht und ich mag es salty.